Hey Leute, ich wollte euch was über meine Schüler erzählen. Meine Schüler sind nämlich Genies. Wie komme ich zu dieser gewagten Aussage? Mir fällt ein Zitat von Picasso ein, aber lasst mich erstmal einen Moment rasten und ruhen, weil ich gerade so einen hohen Berg hochgegangen bin. Picasso, er sagte einmal, als Kinder sind wir alle Genies gewesen, als Erwachsene Genies zu bleiben, das ist die wahre Kunst. Was hat das jetzt mit meinen Kindern zu tun, mit meinen Schülern? Ich habe euch erzählt, ich arbeite in der Schule und als jemand, der dort arbeitet, bekommt man viele Facetten von Kindern zu sehen, die die meisten Leute niemals zu sehen bekommen. Zum Beispiel bekomme ich das Verhalten von Kindern im Kollektiv zu sehen, was sehr, sehr interessant ist. In Gruppen verhalten sie sich anders, als wenn sie alleine sind. Und ich bekomme eben auch ruhige Momente von den Kids zu sehen, wenn ihre Batterie schon leer gegangen ist, was äußerst selten der Fall ist. Aber manchmal brauchen auch sie Ruhe. Und in solchen ruhigen Momenten geben sie besonders viele interessante Aspekte aus ihrem Leben preis. Und diese Aspekte weiß ich sehr zu schätzen. Ich weiß es auch zu schätzen, dass sie mich als einen würdigen Zuhörer erkoren haben. Und ich möchte mich erkenntlich dafür zeigen, indem ich ihnen dieses Video widme. Meine Kinder wissen sowieso, dass ich sie alle gern habe. Das ist ja kein Geheimnis. Ich bin jemand, der verbalisiert seine Gefühle gerne. Wenn jemand cool ist, dann sage ich auch, der ist cool. Ich mache gerne Komplimente, wenn diese aufrichtig sind. So, was genau lässt mich denn jetzt sagen, dass sie so genial sind, Leute? Es gibt viele Begebenheiten, viele Dinge, die sich ereignet haben, die diese Aussage bekräftigen. Aber ein paar davon sind mir besonders im Gedächtnis geblieben. Zum Beispiel, es ist gar nicht lange her, da habe ich mit meinen Schülern vier Gewind gespielt. Als ihre Aufgaben schon fertig waren, als ihre Bilder schon fertig gezeichnet haben und es war auch schon kurz vor den Sommerferien, da dachte ich, lasst uns vier Gewind spielen. Ein bisschen Abwechslung schadet ja nicht. Und ich habe ihnen einen Vorschlag gemacht. Ich bin ja immer dafür, dass man den Ehrgeiz in den Kindern weckt. Ich habe zu ihnen gesagt, es war eine 8. Klasse, ich habe zu denen gesagt, wer mich besiegt, der bekommt Eis. Und nicht nur er alleine, sondern die ganze Klasse. Ich habe gesagt, sucht euch jemanden aus, wer der Beste von euch ist. Wenn der gewinnt, bekommt ihr alle Eis von mir. Und ich stehe zu meinem Wort. Ich halte mein Wort natürlich auch. So, unter den Schülern meldete sich einer freiwillig, der noch nie gegen mich Tic-Tac-Toe gespielt hatte. Die anderen hatten alle schon gespielt. Sie wussten ungefähr, was ich kann. Dass ich ein übergroßer Gegner bin. Ein Meister des Tic-Tac-Toes. Kleiner Scherz, Leute, ich bin grottenschlecht in Tic-Tac-Toe, aber für 8-Klässler reicht es gerade noch so. Jedenfalls meldete sich einer, er hatte so eine große Klappe, das war echt nicht mehr zu fassen. Er hatte so eine hohe Meinung von sich und er schaffte es auch wirklich, seine Freunde davon zu überzeugen, dass er mich besiegen kann. Und sie glaubten an ihn, sie schickten ihn mit einer Nationalhymne in den Kampf gegen mich. Und was geschah? Er verlor nach einer Minute, Leute. Aber er schaffte es, seine Freunde davon zu überzeugen, noch einmal gegen mich anzutreten. Er schaffte es auch, mich davon zu überzeugen, ihm eine zweite Chance zu geben. Und Leute, der Typ wollte wirklich gewinnen. Er hatte wirklich so einen riesigen Willen. Und eigentlich war es unmöglich, dass er mich besiegen konnte, weil ich deutlich besser war, müssen wir so sagen. Und irgendwie erinnerte mich das Ganze an diese Szene von One Piece, wo Ruffy gegen Don Krieg gekämpft hat. Auch Don Krieg war bis an die Zähne bewaffnet und im Grunde hatte Ruffy gar keine Chance gegen ihn. Aber wie Sanjis Chefkoch treffend festgehalten hat, er sagte, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Ungefähr so sagte er es. Ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber ungefähr so formuliert es. Und ein ähnliches Erlebnis, ein ähnliches Feeling hatte ich jetzt bei meinem Schüler, der wirklich nicht aufgeben wollte und seinen Freunden Eis erkämpfen wollte. Und tatsächlich, Leute, ich kann es nicht glauben, er besiegte mich wirklich. Er war der Erste in der 8. Klasse, der mich besiegen konnte. Was ich euch damit sagen möchte, ist, dass er wirklich eine sehr, sehr hohe Meinung von sich hatte. Und im Grunde mag ich arrogante Menschen nicht. Aber manchmal gibt es solche Leute, die so sehr von sich überzeugt sind, dass es fast schon sympathisch ist. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Aber manche Leute haben so eine krasse Selbstüberzeugung und so ein Selbstbewusstsein in so einem jungen Alter,
Ein Selbstbewusstsein, das vielleicht auf Sand gebaut ist, aber dennoch eine überwältigende Aura hat. Und mein kleiner Schüler, der hatte das. Und ich bete wirklich zum lieben Gott, dass er sich diese Eigenschaft auch in Zukunft bewahrt. Ich bin lieber dafür, dass man zu viel Selbstbewusstsein hat als zu wenig. Dass man lieber zu viel von sich hält als gar nichts von sich hält. Natürlich ist das nicht unbedingt eine Eigenschaft, die spezifisch für Kinder ist. Ich kenne auch viele Erwachsene, die eine zu hohe Meinung von sich haben. Und auch die fallen manchmal auf die Fresse, aber stehen wieder auf. Aber ich finde, diese Eigenschaft ist bei Kindern öfter präsent als bei Erwachsenen. Was meint ihr? Aber das ist nur eins von den Erlebnissen, das mich darin bekräftigt zu sagen, dass meine Schüler genial sind. Ey Leute, ich kann immer noch nicht glauben, dass der Typ mich besiegt hat. Ich gab den Kids sogar 2 Runden Eis aus. Ich war wirklich perplex. So. Ein anderes Erlebnis, das mich fast schon geprägt hat, Leute, das mir wirklich die Augen geöffnet hat, ist was anderes. Kinder sehen nämlich Dinge, die wir als Erwachsene vergessen haben zu sehen. Einfach aus dem Grund, weil wir, je weiter das Leben voranschreitet, desto öfter ergeben wir uns, desto öfter sind wir bereit, Kompromisse zu machen und desto öfter vergessen wir oft Dinge, von denen wir früher überzeugt waren. Und aus diesem Grund sehen wir oft ein paar Dimensionen nicht, die Kinder ganz selbstverständlich sehen können. Kinder sehen immer mehr die Möglichkeiten als die Schwierigkeiten und sie sehen seltener die Möglichkeit zu scheitern. Sie sehen immer nur das, was man gewinnen kann. Und das ist so genial, Leute. Zum Beispiel haben meine Kinder mich überhaupt, die haben mich überzeugt, TikTok und YouTube und so weiter zu machen. Ich habe zu den Kindern immer gesagt, ja Leute, ich bin nicht dafür gemacht, Social Media zu machen. Ich habe nicht dieses Instagram-Gesicht und dies und jenes. Und meine Schüler haben damals gesagt, Herr Harut, Sie haben das Instagram-Gesicht. Und allgemein haben die mich oft bekräftigt. Und auch gar nicht, es ist gar nicht lange her, Da war ich schon ein bisschen down, Leute. Ich hatte gerade mein Buch rausgebracht und die Verkäufe liefen auch ziemlich gut. Sie laufen immer noch ganz gut. Und ich hatte eigentlich allen Grund zu jubeln. Ich hatte wirklich allen Grund zu jubeln. Ich hatte gerade 250.000 Follower auf TikTok geknackt. Es lief echt gut, muss man sagen. So, aber irgendwie war ich trotzdem down, Leute. Ich dachte mir, ja gut, bis du 1 Million Follower hast, dauert das noch ewig. Bis du dieses und jenes Ziel hast, dauert es noch ewig. Und bis du das und dies erreichst, das wird ewig dauern. Du wirst noch alt, bevor all das passiert. Und das ist so eine schlechte Eigenschaft von mir, Leute. Ehrgeiz ist oft ein zweischneidiges Schwert. Einerseits treibt es einen weit nach vorne, aber andererseits zieht es einen runter, wenn man diese hohen Ziele nicht erreicht. Jedenfalls kam eines Tages eine Schülerin zu mir und sie sagte, Herr Harut, ich habe ein Geschenk für Sie. Ich denke so, was könnte das wohl sein? Mein Geburtstag war noch nicht und womit könnte ich denn ein Geschenk verdient haben, dachte ich mir. Jedenfalls setzte sie sich, ich setzte mich auch, der Unterricht war im vollen Gange. Ich habe den Kindern ihre Aufgaben gegeben. Plötzlich kam das Mädchen zu mir nach vorne, sie sagte, ja, machen Sie mal das Geschenk auf. Und was war da drinnen, Leute? Ein Pokal. Ich denke mir so, hä? Was hat das jetzt damit auf sich? Und ich sagte zu ihr, was soll das? Wieso habe ich jetzt einen Pokal verdient? Und sie sagte, ja, verstehen Sie das nicht? Gucken Sie doch mal, was Sie alles erreicht haben. Sie haben so eine große Gemeinschaft auf TikTok. Sie haben schon ein Buch rausgebracht. Sie malen so schöne Bilder und dies und jenes. Und dann sagte sie etwas, das werde ich niemals vergessen, Leute. Auch hier weiß ich nicht mehr genau den Wortlaut, aber ungefähr. Sie sagte, wenn man immer nur nach vorne guckt, dann vergisst man es mal zurückzuschauen und zu gucken, was man alles erreicht hat. Und da war ich durch, Leute. Ich dachte mir, sie hat verdammt nochmal recht. Ich dachte mir, wie konnte ich all das nicht sehen? Manchmal ist dieser Ehrgeiz so etwas stark Absorbierendes, Leute, dass man ganz und gar die Perspektive verliert, ganz und gar vergisst sich mal umzuschauen und auch manchmal zurückzuschauen. Es ist keine schlechte Eigenschaft, hin und wieder mal zurückzuschauen und zu gucken, was jetzt
was schon passiert ist, was man geschafft hat. Und wenn man zu weit in der Zukunft lebt, Leute, dann verpasst man vieles. Und das ist auch eine geniale Eigenschaft von Kindern, Leute, dass man nicht in der Zukunft lebt und auch nicht in der Vergangenheit. Kinder leben immer im Hier und Jetzt. Damn, das sind doch ein paar Worte, die man festhalten sollte, Leute. Sie kam spontan über mich, wie die Nacht über die Welt. Ah, Leute. Und es gab noch eine Begebenheit, die mir nicht aus dem Kopf geht. Und das knüpft direkt an die eben erzählte Erzählung an. Und zwar auch an meinen Ehrgeiz, Leute. Ihr wisst, ich möchte irgendwann meine Bilder im Museum ausstellen. Ich möchte irgendwann ins Museum gehen und sagen, fuck yes, das sind meine Bilder. Die gehören da auch verdammt nochmal hin. Und das werde ich auch schaffen. Ich weiß das 100%. Es steht schon in den Geschichtsbüchern der Zukunft, Leute. Ich weiß es. Aber manchmal holt einem auch die Realität ein und dann denkt man sich, ah, ich muss noch so und so viel machen, bis ich das alles schaffe. Es gibt noch viel zu tun. Und manchmal wird der hellsichtige Blick vernebelt von dem einen oder anderen Zweifel. Das ist menschlich, Leute, das gehört dazu. Egal wie ehrgeizig man ist, egal wie ambitioniert man ist. Und ich dachte mir, okay, wie schaffe ich das jetzt, dass meine Bilder im Museum ausgehängt werden? Und plötzlich kam so eine Schülerin zu mir und sie merkte, dass ich in Gedanken versunken war. Und sie sagte, Herr Harut, was ist los? Und ich habe gesagt, ja, ich möchte, dass meine Bilder irgendwann im Museum ausgehängt werden. Und da sagte sie, ja, gehen Sie doch einfach zu einem Museum hin oder zu einer Galerie und sagen Sie, dass Sie möchten, dass Ihre Bilder hier ausgehängt werden. Und da dachte ich mir, sie hat recht. Als Erwachsener denkt man sich immer zuerst, was könnte schiefgehen? Was muss ich alles erfüllen, um das zu machen? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Welche Aufgaben muss ich erledigen, bevor ich dieses und jenes probiere? Und meine Schülerin, die sieht immer nur dieses simple Ziel. Jedes Ziel scheint simpel für die Kinder zu sein. Man geht hin und probiert es aus. Fertig. Was hat man zu verlieren? Und ich dachte mir, ich muss das und das noch machen, bevor ich es wage, überhaupt vor einer Galerie zu erscheinen, Leute. Und meine Schülerin sagt einfach, ja, gehen Sie doch einfach mal hin. Was könnte denn einfacher sein? Und ich fragte mich in diesem Augenblick, Harut, wieso machst du dir das Leben schwer, wenn es so einfach sein kann? Und ja, in dieser Hinsicht, Leute, haben meine Schüler mir oft die Augen geöffnet. Damn, und deswegen bin ich echt gerne in der Schule, weil man wirklich die ganze Zeit solche Momente hat, die, wie sagt man, es gibt ein Wort dafür. Epiphanie nennt man das, glaube ich, wenn man Momente hat, wo einem die Augen geöffnet werden. Momente der Eingebung. Und ja, das ist das Genie der Kinder, Leute. Ups, da war eine Fliege auf meinem, eine fucking große Fliege war auf meinem Daumen. Und das ist das, was ich so genial finde an Kindern, Leute. Sie schaffen es auch immer, Dinge so zu sehen, als ob sie das zum ersten Mal sehen. Und das ist wichtig, besonders für Künstler. Man muss alles so sehen, als ob man es zum ersten Mal sieht. Weil dann schafft man es auch als Künstler, die Essenz, das Wesen der Dinge einzufangen und auf Leinwand zu packen. Und gerade als Künstler ist es auch wichtig, dass man sich das Leben nicht allzu kompliziert macht. Dass man versucht, ein paar Regeln zu biegen und zu brechen und mal bekannte Grundsätze vom Bord wirft, auf Anatomie, auf Perspektive scheißt, so wie es Picasso auch getan hat, um Welten zu erschaffen, die scheinbar kindlich sind, aber doch eine tiefe Reife in sich tragen, Leute. Damn, ich habe Gänsehaut, während ich das sage. So viel dazu, Leute. So viel zum Genie meiner Kids. Zum Genie der Kinder im Allgemeinen. Ich bin sicher, jeder von euch hat auch mal solche Momente gehabt, wo er erstaunt war darüber, was Kinder alles wissen und was wir Erwachsenen manchmal vergessen haben. Ich wünsche euch was, Leute. Ich wollte dieses Video schon lange machen. Endlich habe ich Zeit dazu. Bis bald. Hey, Leute, ich habe vergessen, euch noch was zu sagen. Und zwar ist mir noch ein Schüler im Gedächtnis geblieben, den ich wirklich noch einmal speziell erwähnen muss. Und zwar habe ich einen Schüler, der sagt, er möchte ein großer Künstler werden, ein wirklich großer. Er hat gesagt, er möchte besser als ich werden. Und er hat gesagt, selbst wenn ich besser als Michelangelo werde, wird er noch besser als ich. Er sagte,
Wenn ich es nicht schaffe, besser als sie zu werden, werde ich ihre Füße küssen und von einem Hochhaus springen. Ey Leute, so genial. Und wieder zeigt sich, dass Kinder wirklich nur die Möglichkeiten sehen. Nicht die Möglichkeit des Scheiterns, sondern nur die Möglichkeit des Gewinns. Damn, wie inspirierend ist das denn bitte, Leute? Und auch das erinnert mich an diesen Kampf von Ruffy gegen Don Krieg. Die Chancen stehen schlecht, aber der Wille ist so groß, dass nichts unmöglich scheint. Das wollte ich euch noch sagen, Leute. Bringen wir das Video zum Ende. Genug gelabert, Leute. Schreibt mir gerne eure Momente, eure Tage, wo ihr gesehen habt, dass Kinder mehr sehen als wir.